01 04 11. Hier nochmal 01 04 11. Das ist nicht etwa der Tag, als Conny Kramer starb. Nein, das ist der Tag, an dem Minenarbeit.de ans Netz gegangen ist. In diesem Sinne jetzt erstmal herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Minenarbeit.de. Ich bin euer Vorbuddler und habe mir halt gedacht, bevor ich mit meiner regulären Let's Show, Let's Rock, Let's Play, Let's was weiß ich Serie weitermache, kümmern wir uns erstmal so ein paar schöne Seeds, gucken uns mal ein paar Seeds an und jetzt schreien natürlich auch wieder ein paar Leute, ey, was ist das überhaupt? Hab ich schon mal von gehört, aber hey, wo gibt's die? Was kosten die? Alles kein Problem, Leute, wenn ihr da mehr über Seeds erfahren wollt, guckt doch mal auf minenarbeit.de, ich habe da was aufgeschrieben, was so ein bisschen mehr ins Detail geht, dann brauche ich jetzt hier darüber nicht so viel quatschen und wir können uns einfach ein bisschen mehr aufs Gucken konzentrieren. Im Moment reicht es halt, wenn ihr wisst, okay, so mit Seeds kann man so neue Welten machen. Und diesen Seed, wenn der halt von anderen Leuten benutzt wird, erzeugt immer die gleiche Welt. Also man kann also ein und dieselbe Welt... Sind wir hier auf einer Insel oder was ist los? Man kann immer ein und dieselbe Welt halt mit anderen tauschen. Das ist natürlich schön, da können viele Leute auf der gleichen Welt praktisch rumbauen und hinterher vergleichen, was haben wir da gemacht. Zum Beispiel, ne? Man kann ja auch, wenn man was jetzt Schönes entdeckt, hier zum Beispiel, ich sage jetzt hier, guck mal sowas, boah geil, das hast du noch nie gesehen. Dann drücke ich mal hier die F3-Taste. Und wie ich gerade sehe, funktioniert das nicht. Ach so, Moment, ich muss auch hier den... Ach so, okay, gut zu wissen. Man muss dieses User-Interface einschalten. So, und dann F3. Ne? Das User-Interface ein und aus wird mit F1 gemacht. Drückt einfach mal ein bisschen auf den F-Tasten von eurer Tastatur rum. Ja, dann ist das wunderbar. Dann werdet ihr feststellen, dass da ab und zu mal die Sonne aufgeht. Oh. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel auch, das ist jetzt... Ein Huhn, das hat auch mal einen Namen. Das ist kein anonymes Huhn mehr. Das ist jetzt ein Nummernhuhn. Für die Kuh dasselbe. Ja, die F3-Taste. Ne? Die ist gut. Da könnt ihr jetzt X, Y, Z. Seht ihr, das ist eure Position. Und wenn ihr jetzt hier sagt, ach, guck mal hier, da habe ich noch nie gesehen. Hier, das, boah, geil. Ne? Dann könnt ihr euren Leuten sagen, hier, geht mal auf X39 und Z-62. Ja, und dann können die diesen gleichen Ort mal bei sich zu Hause aufsuchen. Was ist das? Wo ziehen denn die Wolken hin? Die kommen uns gerade entgegen, also rennen wir jetzt nach Süden. Aha, dann ist die X8-Achse, das sieht man jetzt ja schön, die ist also die Nord-Süd-Achse. Und die Z-Achse ist die West- und Ost-Achse. Ne? So kann man sich ein bisschen orientieren. Y ist halt die Höhe. Das ist sehr praktisch für Untertage, ne? Wenn man mal eine Ressource findet, irgendwie Diamanten oder sowas. Gut, ich halte mich hier gar nicht lange auf. Ihr könnt das ja selber machen. Das war die 01 04 11. Ne? Das kann auch mal wieder so. Machen wir mal einfach eine neue Welt. Und zwar, ja, das erste, was ich so dachte, machst du mal hier auch ganz originell Minenarbeit. So, das habe ich ein paar Mal sogar gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme. Denn, ja, das mache ich jetzt mal wieder weg hier. Das ist ja doof. Stehe ich genau in so einem Loch? Okay. Soweit ich weiß, spawnt man immer so ungefähr in der Nähe. Ich habe schon mal mehrfach halt diese Welt hier geöffnet und bin dann halt zweimal auch wirklich am identischen Spawnpunkt rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt technisch begründet ist. Ne, und überhaupt sein kann. Es ist aber jedenfalls passiert. Und beim dritten Mal, wo ich gespawnt bin, auch jetzt bin ich so noch immer im Umfeld. Ich suche jetzt gerade diese Bucht, in der ich beim ersten... Das ist die da hinten. Ja, ja, das ist die da hinten. Also man kommt dann irgendwie halt nicht immer an dem gleichen Spawnpunkt raus, wenn man sich die Welt neu macht. Sondern, immer auch irgendwie in der Nähe. Ne, das reicht eigentlich. Und dann jetzt mit diesen F3-Taste... So, ja, die Koordinaten fangen. Alles, dann ist das kein Problem. Okay, jetzt gucken wir hier einfach uns ein bisschen um. Ich würde mal sagen, auch die erste Welt und diese hier, das ist alles okay, ne? Das ist, hier hat man eigentlich schon so ein bisschen was zu gucken. Ihr seht das ja selbst jetzt, wenn, vielleicht braucht ihr mal so ein bisschen so eine Strandgegend hier mit vielen Buchten.
für irgendein Projekt, dann würde sich das hier zum Beispiel anbieten, ne? Das ist Minenarbeit. Ja, das ist kein Problem. Ich mache direkt weiter. Ihr wisst, ich kann im Moment nur 15 Minuten Videos hochladen. Ich hoffe, dass das demnächst mal irgendwie geändert wird. Denn da muss ich mich nicht immer so beeilen und mit dem Mund fusselig reden, so unheimlich schnell. Ja, das ist dann immer ein bisschen nervig. Da kann ich mir einfach mal ein bisschen mehr Zeit lassen für Sachen. Drückt mir mal die Daumen, dass YouTube mich da langsam mal freischaltet, dass ich auch länger hochladen kann. Ich mach doch gar nichts Böses. Ja. Also, gucken wir mal einfach, dass wir mal weitermachen. Ich hatte nämlich letztens Durst und da habe ich gedacht, komm, da trinkst du mal das örtliche Superbier. Ja, das ist nämlich das. Nicht so. So. Ich gebe das immer doppelt ein. Weil für mich ist das immer besser, wenn alles doppelt da steht. Das ist jetzt natürlich der wichtige Punkt hier. Ah, Klosterbrühe. Das Wiesenfelser Klosterbräu. Ein super Gesöff, kann ich nur weiterempfehlen. Ah, Meeresungeheuer. Habt ihr das gesehen? Um Gottes Willen. Oh, wieder voll der Strand. Es sagen natürlich viele Leute, ey, ne, wenn sie spawnen, auch oh, schon wieder Wüste. Aber mal immer abwarten. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein Strand ist. Man braucht halt immer ein bisschen Geduld am Anfang, bis sich alles mal ringsherum generiert hat. Ah ja, da sind auch Kakteen. Ist auch gar nicht schlecht. Ja, ich frage mich halt immer, was mögen denn die Leute wohl am liebsten so, ne? Also ich denke mal, Wüsten sind einfach nicht so beliebt, gerade am Anfang. Die sind so schön als Abwechslung. Ach, guck mal, hier habe ich auch so eine bodennahe Höhle, ist hier direkt, ne? Da könnt ihr euch die Koordinaten nochmal merken. Das ist minus 48 und 86. Ja, ich denke mal, am Anfang ist meistens einfach so ein Waldgelände schöner für viele, ja, weil man findet da halt Ressourcen auch direkt. In der Wüste hast du schon mal zum Beispiel überhaupt kein Holz, ne? Und deswegen ist das am Anfang halt als Startpunkt sehr schwierig, in der Wüste zu beginnen. Und das ist ja auch eine Stelle, das mag ich halt sehr schön bei so Seeds, sehr gerne. Wenn man gleich in der Landschaft auch so ein paar prägnante Stellen findet. Dann hat man auch immer direkt schon so einen Bezug dazu. Zum Beispiel dieser komische Turm. Ja, ich finde den wirklich skurril. Der hat doch irgendwie, landschaftlich hat er doch irgendwie was. So, das sind auch immer so Punkte, an denen ich mich gerne halt orientiere auf meinen Reisen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass ich jetzt hier diese Bucht vielleicht sogar nach diesem Turm benennen würde. Den würde ich bestimmt nicht abreißen, wenn ich jetzt hier bauen würde. Das würde ich jetzt zu so einer Art Naturdenkmal erklären oder so, ne? Sowas mag ich ist immer sehr gerne. Auch überhaupt scheint dieses Klosterbräu-Welt einiges bieten zu können. Übrigens, nochmal Informationen, hey, so extra Sonderinformationen. Ich bin jetzt gerade mal ganz ausnahmsweise auf Peaceful, damit ich mich hier wirklich in Ruhe mal so ein bisschen umschauen kann. Auch guck mal, es ist doch schön hier. Ja, wenn ich mir jetzt hier vorstelle, man könnte wirklich hier so Hopfen anbauen und Bier brauen. Das wäre hier wirklich das bestimmt ein schmackhaftes Bier, so wie es hier aussieht. Ne? Das Wiesenfelser Klosterbräu. Herrlich. Aber ich glaube natürlich nicht, dass. Also Minecraft soll ja jugendfrei bleiben und so. Das ist ganz klar, dass wir hier nicht ein Bier brauen können. Könnt ihr euch mal vorstellen, mal so, dass jetzt mal vielleicht mal in so Richtung Zaubertrank oder sowas mal geht. Ne? Finde ich auch nicht schlecht. So. Ne? Okay, das Wiesenfelser Klosterbräu. Hat auch viel Wald. Da hinten sind das wieder Kürbisse, die ich da hinten gesehen habe. Birken stehen hier auch, ne? Das finde ich auch ganz toll, dass wir jetzt hier so neue, die ganzen Setzlinge haben, so, dass es das auch mal unterschieden wird. Ach, guck mal hier. Da ist aber wirklich eine coole Ansammlung hier von Kürbissen da. Okay. Also mir gefällt das hier ganz gut. In Wiesenfelser Klosterbräu. Ne? Ihr könnt die Welt dann natürlich selber anders nennen. Wichtig ist nur, dass ihr diesen sperrigen Begriff als Seed eingebt. Offene Ressourcen hier auch sehr gut. Gut für den Anfang, für einen guten Start. Also als Seed ist das natürlich wichtig einzugeben. Und was ihr auch noch bedenken müsst, ich verlasse das hier mal eben, das könnt ihr euch ihn selber nochmal angucken. Wenn ihr eine neue Welt startet, dann ist wichtig die Groß- und Kleinschreibung.
Und zwar, hier ist zum Beispiel meine Welt, in der ich normalerweise mal spiele, wo ihr auch die Let's Shows kennt, die ist schon fast 100 MB groß, ne? Also so viel zum Lad doch mal eben hoch, ich teile die mal mit anderen und so, ne? Das ist bei so einer Größe schon etwas problematisch, rein logistisch, ne? Und, aber nicht so, auch wenn ich mir das einfallen lasse, macht euch keine Sorgen. Ich mache jetzt einmal, spaßeshalber hier, schreibe ich jetzt mal, das ist jetzt nicht der Seed-Name hier, ne? Das gab es damals noch gar nicht, die Möglichkeit, Seeds einzugeben. Das habe ich nur noch zu meiner momentanen Lieblingsband benannt, Black Country Communion. Und ich mache jetzt einfach mal neues Experiment. Ich schreibe jetzt mal, ach, das hätte ich jetzt lassen können, das ist unwichtig. Okay, machen wir das doppelt, wie immer. Schreiben wir hier auch mal so Black Country rein, aber ist es wichtig, dass ihr die Groß- und Kleinschreibung beachtet? Wirklich, hört nochmal hin, spitzt die Ohren. Es ist wichtig, dass ihr die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Wenn ihr also solche Seeds tauscht und zum Beispiel hier das Wiesenfelser Klosterbräu nehmt und hinterher klappt das nicht, dann schreit nicht von wegen, was erzählt der da, das keine Ahnung, ne? Sondern achtet mal lieber darauf, dass ihr das vernünftig übertragt. Und das ist wichtig, das habe ich ausprobiert, es kommen verschiedene Sachen raus, ne? Öffnen wir mal diese Welt und gucken, ich weiß nicht, was uns erwartet. Das war jetzt irgendwie so eine fixe Idee von mir, Black Country da reinzuschreiben. Ui, hallo. Mal ein bisschen was anderes, okay. Ja, das ist jetzt hier direkt so ein Tiger. Da haben wir auch Pinienbäume. Im Schnee ist das auch sehr schön immer, aber es ist ähnlich wie bei Wüsten, glaube ich, so, dass man da. Vielleicht liegt es einfach an unserer Herkunft. Wir wollen halt lieber irgendwie, ne, grün um die Ohren. Und Schnee eher so ein bisschen als Abwechslung, so an Weihnachten. Und dann ist auch wieder gut. Oder im Skiurlaub. So. Ja, das ist jetzt hier Black Country. Auch wieder dichter Wald. Ich renne mal hier eben hoch. Das ist immer mal ganz gut, vielleicht mal oben rauszugucken. Oh ja. Das sieht hübsch aus eigentlich, ne? Ich hoffe mal jetzt einfach nochmal, wie gesagt, dass wir hier die 15 Minuten nicht überschreiten. Falls ich jetzt hier gleich mal so ganz radikal abbreche, dann tut mir den Gefallen, besucht einfach Black Country selber nochmal. Ihr könnt mir dann ja auch nochmal Koordinaten, oder ich mache das auch, ich renne hier dann in Ruhe einfach auch nochmal durch und wenn sich das lohnt, kann ich ja hier auf dieser Welt auch nochmal ein Special machen, dass ich dann nochmal alles vorstelle. Denn ich finde das immer verdächtig gut, wenn hier schon solche Berge so sind, irgendwie alles so ein bisschen verwinkelt und versteckt aussieht. Guck mal hier auch so, ne? Ob ich da nochmal drauf klettere? Egal, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge mich noch mehr mit Seeds beschäftigen, denn ich habe da auch schon was vorbereitet. Wenn ihr mich schon kennt, dann wisst ihr, was das bedeutet. Dann wird es immer richtig schlecht. Ne? Nee, dann wird's lustig. Dann habe ich wieder irgendwas. Ne? Und zum Beispiel werde ich euch beim nächsten Mal dann als allererstes erstmal mein momentanes Lieblingswort vorstellen. Ja, das hört man im Zusammenhang mit Seeds in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Also ihr habt das bestimmt schon mal gehört. Ey, der Seed so und so, der ist echt voll. Ne? Und was das für ein Wort ist, werde ich euch dann beim nächsten Mal sagen. Und hab auch eine Welt, die dann da voll zu passt und die euch mit Sicherheit auch ein bisschen von den Socken hauen wird. Hoffe ich jedenfalls. Ne? Ja, und während ich jetzt hier so noch durch den Wald renne, sag ich mal, einfach bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Oh, guck mal da hinten, ja, das ist diese vielen Täler hier, die gefallen mir irgendwie ganz gut. Da kann man bestimmt eine Menge drin machen. Ich denke, hier werde ich mich noch ein bisschen genauer umsehen. Ja, also beim nächsten Mal hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, es gibt auch noch mal was. Ne? Und macht's gut dann erstmal bis dahin. Ciao.